seinem Geburtstag sollte man im Mittelpunkt stehen. Das sollte der schönste Tag im Jahr sein, abgesehen vom Jahrestag. Ja. Ach, wie gut, dass ich den mir eingespeichert habe. Als PIN-Nummer. Schluck. Im Ernst? Ein Ehemann sollte so etwas Wichtiges wie... Warum guckst du mich an, wenn du Ehemann sagst? Weil du... Hab ich irgendwas nicht mitbekommen? Nee, weil du... Hast du mich etwa unter Drogen gesetzt und als ich dann weg war, geistig mich vor den Altar geschleift? Nein, du tust mir gerade weh. Womit? Mit deinem Knie. Ich nehm's ja schon weg. Auf jeden Fall, also schade, dass du es nicht gemacht hast. Was ist Discord? Eine Mischung aus Skype, TS und WhatsApp und das wird als Spam gewertet. Warum wohl? Ja. Im Ernst? Ich dachte, du hattest das schon. Ja. Selbst wenn sie ihre Frau irgendwie dazu bringen, das zu vergessen, ich werde das nie tun. Ich werde sie dafür einsperren lassen. Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll, Bürgermeisterin. Das ist die Pip, die ich kenne. Wenn es um Feste und Feierlichkeiten geht, versteht sie keinen Spaß. Ganz und gar nicht. Mein Geburtstag ist übrigens am Mathe. Ja. Niet nieder. Ich hab's ja versucht. Ich laufe heute schon den ganzen Tag durch die Stadt und suche ein Geschenk für meine kleine Zitrone. Nein. So nach der Spitzner. Ja. Ich würde sie ja lieber meine kleine Kaktusfeige nennen. Nein, Quatsch. Jahrestage Tage merken? Nee. Ja, doch. Der ist einfach in meinem Kopf, also muss ich mir eh nicht so quasi ja. zwingen zu merken. Ich mich auch nicht. Aber es hat ja alles geschlossen. Es sieht nicht danach aus, als würden wir heute ein Geschenk kaufen können und deswegen sind wir zu ihm gekommen, Pip. Pip. Warum denn zu mir? Weil ich weiß, dass sie immer daran denken, was die Menschen brauchen und wie man sie glücklich macht. Stimmt doch, oder? Ich dachte, dass ihnen am ehesten eine gute Idee für ein Geschenk einfallen könnte. Also es schmeichelt mir, dass sie bei mir Rat suchen. Ja, mir scheint es, als dass sie das falsch angehen, Inspektor. Sie wollen unbedingt ein Geschenk für ihre Frau finden. Dabei machen materielle Dinge doch nicht glücklich. Nicht wirklich. Ach ja? Ja. Außer es ist Schokolade. Schokolade macht sie ja glücklich. Ja, aber die kriegen sie auch nicht. Ja, weil es geschlossen ist. Ja. Ja, das Uferfest ist da ein gutes Beispiel, nicht wahr? Es ist nichts Materielles, aber es macht auf jeden Fall eine Menge Leute glücklich. Ganz genau. Also schlagen Sie sich das Geschenk aus dem Kopf und überlegen Sie mal, was Ihre Frau glücklich machen würde. Was? Ich soll mir ein Geschenk aus dem Kopf schlagen? Da kommt nichts raus! Ja, das ist ein genialer Ratschlag. Oh, das tut weh. Bei dir? Ja. Ja, weil unser tolles Gerät hier zur Übertragung. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Wir haben hier so einen Splitter, den ich geschenkt bekommen habe, als Geschenk. Ja. Oder wir geschenkt bekommen haben, damit wir so schön miteinander aufnehmen können und nicht uns ein... Kopfhörer teilen müssen. Ja. Jedenfalls, wenn... Aber das ist irgendwie so, jeder Ausgang funktioniert auch als Eingang. Das war gerade bei mir. Nö, das war nicht so laut jetzt. Du musst schon richtig draufhauen. Jetzt merke ich's. Ja. Ist nicht toll. Schönes Fenster, ja, wundergeil. Wunderbar. Nee, jedenfalls und ja, das
wenn man da irgendwelche Töne durchschickt, wie auch immer das dann durch Kopfhörer durchgeht. Man kann ja Kopfhörer sogar als, ja. Hallo, hallo. Geht das? Ja. Cool. Man kann ja tatsächlich Kopfhörer als, es klappt nicht. Ich glaube, das musst du dir richtig nah ranhalten und reinspielen. Das ist Mikro. Nee, du musst mal in die. Das hat funktioniert. Okay. Also ja, wie gesagt, kleiner Tipp für Leute, die gerade kein Mikro zur Hand haben, aber eins brauchen. Man kann auch in Kopfhörer. Also man kann die als an den Mikrofonanschluss anschließen und die als Mikrofon benutzen. Klingt scheiße, ist aber eine geile Notlösung, finde ich. Mhm. Wenn du das die ganze Zeit machst, das wird mich irgendwann kirre machen. Vor allem, wenn ich nicht mitkriege, dass das von dir kommt. Gut zu wissen. Sie hat sich gerade eben so tak 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 gegengetippt. Okay, also. Aber Moment mal, ein Geburtstag ohne ein einziges Geschenk, das geht doch nicht. Sie sind das Geschenk. Oder? Also doch das mit dem Dick in the Box. Ich meine, Piep in the Box. Er ist ja leider nicht die Gammschuhe, aber dann wäre es wirklich ein Dick in the Box. Aber ja, von der Stimme her ist das. Ich muss gleich husten, Mann. Deswegen trinkst du was, ah. Mhm. Oh, mit SingStar-Mikros kann man auch ein Radio empfangen. Cool. Vielleicht, nee. Oh, du bist. Mhm. Wenn du nicht husten musst gerade. Vielleicht braucht der Inspektor einfach noch ein wenig, bis er es verstanden hat. Ehrlich gesagt hat er keinen blassen Schimmer, was die Gefühle von Frauen angeht. Hallo? Ich bin nach wie vor hier. Ja, ist auch ja, und sie haben immer noch keinen blassen Schimmer. Ja. Ach, es bringt einfach nichts. Mir reicht es. Ich habe kein Geschenk für sie und der Tag ist fast schon vorbei. Mit so einer Einstellung werden sie ihre Probleme nicht lösen. Machen sie sich nicht zu einem Kopf. Entspannen sie sich lieber. Ja, sie haben ja schon so einen Kopf. Ja. Also, was halten Sie von dem Ausblick, den man von diesem Balkon aus hört? Oh, also, er ist einfach atemberaubend. Oder traumhaft. Wie steht es mit Ihnen, Inspektor? Stand er traumhaft? Ja. Die Aussicht, also, zumindest sehe ich von hier aus nicht, wenn da unten ein Verbrechen passiert. Ich finde den Ausblick traumhaft. Gut gerettet. In der Abendsonne, so wie jetzt gerade, ist er wunderschön. Aber erst nachts erwacht die Welt dort unten so richtig zum Leben. Ich lass dir Zeit. Ja, ja. Sag was. Was? Was? Ich kann mal auf mein Handy gucken. Das ist das Problem, bei dem ich mit meinem Handy, mit dem ich zu kämpfen habe bei meinem neuen Handy. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sehen kann oder ob nicht. Tut mir leid. Da steht auf jeden Fall keine SIM-Karte. Oh, es ist schon aus. Jedenfalls, ja, ich habe keinen richtigen, also der verliert immer die SIM-Karte, wenn ihr das da oben seht. Ja, man sieht es tatsächlich. Okay, das ist das, was ich mal erzählen wollte, deswegen war das schon ein paar Mal, da ist eine SIM-Karte drin. Ich starte das neu und dann zeige ich euch, da ist eine. Ich muss es wahrscheinlich nicht mal neu starten. Bip. Nee, Moment, mach mal. Ja, sie haben mir mal die Aussicht von hier oben auf die Lichter der Stadt gezeigt. Am Abend des Uferfestes. Das war atemberaubend. Oh ja. Ich weiß nicht, warum. Wo zum Geier? Was ist passiert? Oh, du hast das abbekommen. Ja. Ja, das ist eine aufgedröselte Büroklammer übrigens. Könnte aber genauso gut ein Rest von einer Zahnspange sein. Atemberaubend, schon wieder, ja. Traumhaft. Er gibt mir die Energie, die ich für meine Arbeit brauche. Die SIM ist heile. Die funktioniert in jedem anderen Handy super. Und nachts, wenn mir all die Lichter ansehe
mir vorstelle, dass jedes davon eine Familie ist, die in meiner Stadt wohnt, da inspiriert mich das, eine noch weitere, bessere Bürgermeisterin sein zu wollen. So, aha. Eine noch bessere Bürgermeisterin sein zu wollen, genau. Naja, wenn Sie es so sagen, ist wohl doch ein bisschen mehr als nur ein Ausblick. So, ich habe hier einfach mal von dem Handy das einfach nur so rausgedrückt mit einem mit so einem Stück aufgedröseltem Büroklammerding, weil ich das richtige Werkzeug dazu jetzt gerade nicht finde. Stimmen Sie mir zu? Huch, hast du das vorgelesen? Ganz bestimmt, das stimmt. Sie stimmen mir also zu. Ja. Warum bleiben Sie nicht ein wenig, bis es dunkel wird? Dauert ja nicht mehr lang. So, ich habe das jetzt wieder reingedrückt. Also ich habe es nur rausgemacht kurz und... Sieh mal einer an, da steht jetzt nur Notrufe. Und ich kann die SIM-Karte auch aktivieren, dann wird da angezeigt, dass das Vodafone ist. So, hoch. Ja, versteh das einer. Das geht immer wieder weg. Ich weiß nicht, ob ein Software- oder Hardware-Problem vorliegt, aber es kotzt mich an. Vielleicht sollten wir mal Licht anmachen. Nö, also ich bin gut beleuchtet durch den Monitor. Okay. Alles gut. Okay. Ja, jedenfalls, wer das Mysterium um mein Handy lösen kann, ich wäre sehr dankbar dafür. Vielleicht ist es wirklich, dass der SIM-Karten-Slot einfach nur so Wackelkontakt hat, nicht so richtig liegt, sodass die SIM-Karte halt nur so halb dran ist. Und dadurch das, keine Ahnung. Es ist kein angebissener Apfel drauf. Das ist nämlich nicht nur immer Apple-Schuld. Nee. Nee, hier kann es auch sein, also weil der, das Ding kam schon mit einem kaputten SIM-Slot, deswegen war es ja erst in der Werkstatt und jetzt macht's aber immer noch nicht, was es soll. Und erkennt auch keine SD-Karten. Keine Ahnung, ich will jetzt nicht weiter drüber reden, das könnte sonst ewig dauern. Wie gesagt, 2 Monate habe ich das Problem schon. Ja. Dunkel wird. Ja. Ja? Ja. Okay. Würde ich gerne, aber heute ist die Zeit nicht auf meiner Seite. Zu schade. Würde Ihnen sicher gut tun. Vielleicht fällt Ihnen dabei ja sogar etwas ein, was wir für Ihre Frau tun könnten. Jedenfalls danke für Ihren Rat, Pip. Jetzt müssen wir uns noch eine Weile den Kopf zerbrechen, bevor der Tag zu Ende geht. Bling. Oh, es läuft langsam gerade. Ich probiere nochmal an den Einstellungen rumzuschrauben. Vielleicht wird es dann wieder schneller. Graphics. Was ist, wenn ich es runterstelle? Es ändert sich nichts. Also ich glaube, ich muss mal einen anderen Emulator mir suchen, beziehungsweise eventuell nehme ich es dann wirklich wieder über Gerät auf und so. Der Gerät? Über der Gerät. So, die Lichter der Stadt. Bürgermeisterin Lovonida findet, dass schöne Geschenke nicht immer Gegenstände sein müssen. Sie persönlich liebt den Ausblick von ihrem Balkon, besonders bei Nacht. Irgendwie hat mich das Gespräch mit Pip auf etwas gebracht. Aber noch kann ich es nicht ganz greifen. Nicht aufgeben, Miss. Der Fall ist verzwickt, aber ich weiß, dass du ihn lösen kannst. Nein, vergessen Sie es. Es ist schon Abend. Das schaffen wir wohl nicht mehr. Oh nein, Inspektor. Noch werfen wir die Flinte nicht ins Korn. Sie schauen es Ihrer Frau, es bis zum letzten Moment zu versuchen. Schauen Sie, ich weiß ja zu schätzen, was Sie für mich getan haben. Schließlich haben Sie mir Ihren freien Tag geopfert. Das war schon mehr, als ich verdient hatte. Aber der Tag ist jetzt fast vorbei. Ich kann meine kleine Zitrone doch wohl kaum den ganzen Tag allein lassen, oder? Und davon abgesehen, ich habe den meisten... Ich habe mehr Zeit mit Ihnen verbracht, als mit meiner Frau. Am freien Tag. An einem freien Tag. Und der ist auch noch der Geburtstag meiner Frau. Was soll ich ihr nur sagen? Ich habe... Das ist schon eigentlich echt traurig. Vor allen Dingen, warum kann er sich das nicht merken, wenn Godwin's Day derselbe Tag ist wie ihr Geburtstag? Ja. Echt mal, das fällt sogar so schön. Ja, eben. Ja. Also, ich meine, kann man nichts machen, aber...